Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 22. Januar 2019 nach indischen Astrologie. In die Mitte befindet sich Ganesha, das hilft uns immer bei Neuanfang, auch wie den Tag beginnt, und Ganesha hütet die Astrologie. Im Bild erscheint die Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, in indischer Mythologie heißt Suraya. Ich setze Suraya in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Soma ist eine Bezeichnung für Mond. Es gibt auch andere Begriffe. Ich setze Soma zum Tierkreiszeichen Krebs. Beide Tierkreiszeichen sind beweglich, auch Krebs und auch die Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, die beiden Lichter, der große Uhrzeiger und die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, befindet sich in einem beweglichen Zeichen und das bedeutet, es kommt auch etwas in Bewegung. Wir haben aber jetzt eine abnehmende Mondphase und das hilft uns, vieles loslassen, von etwas verabschieden, was im Weg steht. Dann kommt wirklich etwas in Bewegung. Mars befindet sich in den Tierkreiszeichen Fischen. Agni ist der Feuergott. Ich setze Agni zum Tierkreiszeichen Fischen und Agni steht in Verbindung zum Mars. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. Ich habe in diesem Bild eine andere Schriftweise mit 2D. Und das würde bedeuten, als Erleuchtende. Trotzdem setze ich dieses Bild in Verbindung zum Merkur. Merkur ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter steht mit Indra in Verbindung. Ich setze Jupiter oder Indra zum Tierkreiszeichen Skorpion. Venus ist auch in Skorpion, das ist Lakshmi in Mythologie und steht in Verbindung zum Jupiter. Das bedeutet, Jupiter und Venus stehen in einer Konjunktion in Tierkreiszeichen Skorpion, die wirken zusammen. Und das bedeutet Liebe, Partnerschaft. Und diese Liebesenergie wird durch Jupiter begünstigt, verstärkt. Saturn steht in Verbindung zum Skanda und Saturn befindet sich im Schütze. Also diese Gottheit steht mit Saturn in Verbindung. So kommen wir mal zum indischen Mythologie oder Götterwelt, die haben immer zum Verbindung zum Planeten. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten und sie haben einen Einfluss auf unserem persönlichen Leben, auf unserem Alltag. Die Elemente spielen eine sehr große Rolle, weil wir brauchen die Gleichgewicht. Und es fehlt momentan die Luftelement. Und das heißt, wenn wir heute die Luftelement betonen, das ist die Leichtigkeit, die Ideen umsetzen
oder zu neuen Gedanken kommen. Luftelement vermittelt Worte, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. So kommen wir zum Balance, zum inneren Gleichgewicht. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist im Widder, Neptun ist im Wassermann und Pluto ist im Schütze. Uranus bringt hier Veränderungen, steht mit Widder in Verbindung und Widder zeigt auch Neuanfang. Natürlich wirkt das in erster Linie für die Widdergeborenen. Neptun zeigt unseren Träume, unseren Visionen, lässt uns inspirieren, wirkt im Wassermann, bringt neue Ideen, besonders bei den Wassermanngeborenen. Und Pluto zeigt die innere Kraft. Und das spüren sie, die Schützengeborenen. Die Verbindungen. Mars steht zum Neptun, eine sehr schöne Verbindung. Neptun und Mars stehen in Verbindung. Zwei benachbarte Tierkreiszeichen, da kommt immer eine Unterstützung. Und hier handelt es sich um männliche Energie. Das bedeutet, die Männer spüren das und sie leben ihre Träume. Oder sie nehmen ihren Traum auch bewusster wahr, besonders hier im Wasserelement in Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist sehr intensiv, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Und das sind die Träume, die Sehnsüchte, dieses Gefühlen, das spüren die Männer, weil das ist eine männliche Energie. Mond bildet eine Verbindung zum Pluto, Mond und Pluto Verbindung. Und hier handelt es sich um Gefühlen, unserem Inneren und unserem inneren Kraft, in diesem Kraft zu bleiben. Pluto zeigt, wie das geht. Alles loslassen, von allem trennen, verabschieden, der diese Kraft raubt. Und mit dieser Mondenergie kommt eine gewisse Unsicherheit. Diese Verbindung nennt man Quinkungsaspekt und das ist wie ein Pendel. Und wenn jemand fragen würde, ich soll beschreiben, wie, welche Richtung schlägt dieser Pendel aus, dann könnte ich sagen, ja, vielleicht links, vielleicht rechts, vielleicht bleib stehen. Ja, das weiß man nicht. Und genau dieses Gefühl entsteht bei dieser Verbindung. Wenn das um Macht geht, um uns durchsetzen im Leben. Pluto bedeutet auch Macht, aber bedeutet auch, in diesem Kraft zu bleiben. Aber dazu müssen wir Schritte machen, Entscheidungen treffen oder mal Nein zu sagen und dann fangen wir an zum Zweifeln. Soll ich sagen, dass ich eigentlich heute gar keine Zeit habe? Ich möchte das sagen, aber ich traue das nicht zu. Und wenn ich das sage, dann verletze ich andere. Soll ich nachgeben? Aber ich muss immer nachgeben. Warum soll ich das mir antun? Also diese Zweifel kommt. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Mond befindet sich heute in einem Mondhaus, was Ashlesha heißt. Und genau diese Themen spricht an. Trennen, vereinigen, trennen, vereinigen. Und hier in diesem Mondhaus gibt ein Symbolbild und das ist eine Schlange bzw. zwei Schlange. Und das symbolisiert die Kundalini-Energie. Das heißt, die eine Richtung zieht die Energie nach unten und das ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl oder Eifersucht, das blockiert. Und von diesen Gefühlen sollen wir verabschieden und dann steigt die Energie nach oben. Das ist dann Hingabe, Dankbarkeit, Liebe und das ist diese Wandlung. Und genau dieses Mondhaus zeigt das, wie wichtig das ist, dass jetzt zu verstehen
Und genau das zeigt auch Pluto. Pluto spricht eine klare Sprache. Von alles trennen, von alles kündigen, alles loslassen, was Zeit, Energie raubt. Weil das raubt euren Kraft. Und wichtig hier zum Lernen, in Kraft bleiben. Das ist viel wichtiger als diese Unsicherheit, wo ein Zweifel kommt, soll ich sagen oder lieber nicht. Ja, wir sollen das sagen. Und damit haben wir die Macht über unseren Gefühlen, über unserem Leben und so können wir uns behaupten. Und genau das sagt auch die heutigen Mondhaus. Und das aber, womit wir Zeit verbringen möchten, das, was uns wichtig ist, was uns unterstützt oder weil wir das lieben, das sollen wir befestigen. Befestigen und trennen. Befestigen und trennen. Und das ist hier diese Energie, gerade nach diesem Finsternis, was gestern war, ist hier gerade nach diesem Finsternis ein Start, ein Neuanfang, das zu verstehen, das zum Lernen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.